Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei dem neuen Reaction-Video und zwar auf Pete's Meat kocht. Ausgesucht habe ich mir heute selbst auferlegte Challenges bei Pete's Meat kocht Spargel im Blätterteig. Okay, ich bin sehr gespannt, was da für Challenges kommen. Wir gucken direkt mal rein. Schaut bei den Jungs definitiv vorbei und wenn ihr das Video schon gesehen habt, schaut das Reaction dazu an, von den Jungs selbst. Wir gucken das jetzt hier an und mal schauen, was für Challenges da so kommen werden. Dass ich Augenringe des Todes habe, dachte ich mir, das ist smart. Und bastelst dir einfach neue Augen. 3, 2, 1. Moin, moin, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza Meat kocht. Spargelbrötchen oder sowas. Absolut korrekt. Lasst jetzt ein Like da, drückt die Glocke, kommentiert und tut alles, um den Algorithmus zu befriedigen. So wie wir auch dazu kommen, eure Geschmacksnerven heute mit einem deliziösen Mahlzeit. Ich dachte, er sagt eure Mütter. Befriedigen, falls ihr vorhabt, das Ganze nachzukochen. Wir sehen, es gibt mal wieder Spargel. Mmh. Spargel ist geil. Spargel. Heute machen wir Spargeltaschen. Und ich habe mir natürlich was überlegt zu Taschen. Denn wir brauchen Speck und da werden Taschen rausgemacht. Was könnte man da besser benutzen als Scheiblettenkäse? Frau Ayao ist am Start, die ist aber glaube ich auch direkt wieder weg, weil sie weiter zum nächsten Pferd muss. Ja, das erste Pferd war schon mal ziemlich asozial heute. Immer die Männer, mit denen du einfach nicht klarkommst, ne? Schon so, deswegen werde ich beim Gästisch. Cool, ich habe noch nicht einmal in meinem Leben ein Blätterteig-Rezept lecker gegessen. Also es hat immer alles schlechter gemacht, keine Ahnung. Ich habe einmal in meinem Leben nur Blätterteig selbst gemacht. Das war damals in der Realschule im Kochunterricht. Wie hieß denn das? Hauswirtschaftslehre hieß das, glaube ich, das Fach. Das war so ein Wahlkurs oder so. Easy Noten. Ja, man kennt ihn. Da haben wir Blätterteig mal gemacht. Ich bin aber auch kein Riesenfan davon. Ist okay, aber gibt Besseres. Fleisch im Blätterteig ist schlechter. Die Blätterteigrezepte, die wir gemacht haben, sind immer schlechter. Aber ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren. Und dafür benötigen wir. Anflug Spargel benötigen wir. Moment, das benötigen wir gar nicht. Wieso steht das da? Wir brauchen keine Hollandaise. Wir benötigen ein Ei. Wir benötigen Creme Fraiche. Wir benötigen Schinkenspeck Knoblauch. Oder Speck oder Schinken. Wir benötigen Teig und zwar Blätterteig. Knoblauchzehe, die weggeflogen ist. Wir benötigen Muskatnuss und Salz und Pfeffer. Ich glaube, es ist ein sehr, sehr einfaches Gericht. Können wir easy machen. Schönes Brett. Kein Thema. Ja, und ich brauche noch Schablettenkäse. Echt nicht so viel. Echt nicht so kompliziert. Könnte man meinen. Ganzes Spiel ist relativ simpel. Besteht nämlich heute nur aus ein paar wenigen Schritten. Den Backofen erstmal vorheizen. 210 Grad Ober-Unterhitze. Das kriege ich hin. Den Weißelspargel schälen, halbieren und in kochendem Salz. Was ist das für eine Torte da im Hintergrund? Salzwasser vorkochen. So, frisch bewaffnet geht's ans Werk. Wir müssen. Macht auch keinen großen Unterschied mit der Gefahrensituation, wenn er schneidet, oder? Den Spargel schälen, also erstmal die Enden abschneiden und dann schälen. Aber natürlich, ich schneide ja nicht mit diesen Augen, ja. Die brauche ich gleich noch. Ich habe nämlich noch eine Challenge damit vor, für später. Hanni arbeitet jetzt hier nebenbei noch so ein bisschen an einem Salat. Ich hoffe, wir werden uns nicht zu sehr im Weg stehen. Beginnen wir mit dem, ist mir eigentlich völlig egal, grün. Hat er gerade mit dem Messer gedroht? Spargel. Ich habe mir sagen lassen, der geht sehr schnell, denn den muss man nicht schälen. Das ich stimmt. Habe mir sagen lassen, die unteren Stücke müssen ab. Ich habe keine Ahnung, ob die schon angeschimmelt sind oder nicht. Ich habe die aber heute Morgen gekauft. Nein. Sieht das normal aus? Nein, das ist normal. Ich habe keine Ahnung. Ja, wie viel das auch ist. Ich mache eigentlich so gut wie nie grünen Spargel. Das mache ich nur für das Rezept. Ich liebe grünen Spargel mit ein bisschen Honig und Zucker braten mit Rinderfilet, also Streifen. Ne? Rezept, ich habe überlegt, ob ich den zu Hause sein lasse. Aber ich wollte auf jeden Fall mal ausnahmsweise auch mal wieder alle Sachen dabei haben, weil das diesmal ein einfacheres Rezept war. Na, weil nicht schlecht. Ich ein bisschen faul bin. Aber machen wir einfach großzügig so, oder? Der Daumen, ey. Den weißen Spargel schälen, halbieren und im kochenden Salzwasser vorkochen? Wieso denn halbieren? Wieso soll ich den Spargel denn halbieren? Kommen da halbierte Spargeldinger rein? Sehe ich ja schon mal nicht ein. Als erstes sollte man unten hier die abgestochenen Enden einmal abschneiden noch. Ich würde eigentlich vorgeschnittenen Spargel zu kaufen. Das wäre fucking awesome, oder? Das ist auf jeden Fall beim Spargel machen die lästigste Tätigkeit. Eigentlich geht das voll gut. Eigentlich machst du den, wo du, wisst ihr, die, mit dem Bogen und dann kannst du so zipp, zipp, zipp machen. Das ist viel nicer als mit dem hier, weil der, weiß ich nicht, der packt das irgendwie nicht.
hattet irgendwie nicht so drauf. Oh mein Gott, gut, dass wir Spargel machen. Das heißt, heute gibt es mal wieder ein Free-Gummiband. Und zwar sogar drei. Wobei Free stimmt nicht. Auf jeden Fall ist das wie so ein Gimmick aus dem Yps-Heft. Wenn man Spargel kauft, hat man noch Gummibänder. Finde ich ganz schön. Und was macht man dann damit? Geil. Ah ja. Bam. Bam. Du hast jetzt gleich folgende Aufgabe. Du suchst diese Gummibänder wieder. Und wenn nicht, nehme ich diesen Schäler und schneide deine Haare mit weg. Nein! Ja, ich dachte es. Ja, er hat aber Angst, man hat's rausgehört. Es wäre jetzt cool, wenn ich das Gummiband in die Kamera flitsche, aber ich hab dann übelst dran vorbeigeflitscht. Pferde hast du mehr unter Kontrolle, hast du weniger unter Kontrolle als die Menschen, oder? Alexa, erzähl einen Witz. Was ist Nieder und sitzt in der Kirche in der ersten Reihe? Ich hab keine Ahnung. Die Frombeere. Sick. Wie heftig fliegst du wohl? Mit der Power of 3. Naja, da habe ich jetzt mehr erwartet. Vielleicht sind 3 zu krass. Wie weit fliegst du denn mit der Power von 2? Okay, wow. Das ist jetzt blöd. Da muss ich nachher dran denken, den wieder rauszuholen. Macht er eh nicht. Die werden gesichert. Alexa, erzähl noch einen Witz. Was ist grau, hat große Ohren und ist immer erreichbar? Telefant. Ein Telefant. Ah! Verdammt! Wow. Scheiße, der ist durchgebrochen. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, dass hier ein Stück Spargel durchbricht. Mann, ey. Das zeugt einfach von Unfähigkeit. Was für eine Scheiße, Mann. Oh Mann, ich brauche einen neuen Spargelschäler. Deswegen schält man Spargel normalerweise auf dem unteren Arm. Also ich kenne das sogar mit einem Touchon. Legst du denn darauf, dass du das hier quasi so im Ganzen hast? Damit die halt nicht brechen. Ja. Alexa, erzähl einen guten Witz. Was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Was findet man beim Kannibalen in der Dusche? Seife, Duschgel, wie halt ein Rasierer. Ich komme auf keinen Wortwitz da. Nee. Head and Shoulders. Okay, war nicht so schlecht. Okay, wieso bleibt denn das hier hängen? Das sieht man ja kaum, wo man geschält hat. Das geht ja richtig gut. Du kriegst keinen Spargel. Oh Gott. Immer Spargelschälen macht keinen Spaß. Hier ist ja gar kein Kopf dran. Was ist denn das für eine Nullnummer? Das ist ja Betrug. So, der hat ja einen Riesenkopf hier. Was ist das denn? Aber ich meine, selbst wenn der geschält ist, muss der grüne Spargel, also muss der trotzdem gekocht werden im Gegensatz zu grünem Spargel. Was ist denn dann an dem weißen Spargel so toll? Also, grüner Spargel ist doch viel geiler. Finde ich auch. Muss nicht kochen. Oder ist weißer Spargel einfach intensiver? Jetzt geht's hier nämlich ab. Im Kochen. Zack, zack. Ungefähr. Hätte jetzt auch wieder Bock auf Spargel. Du Schnibbel. Aber übrigens, oh nein, ich habe immer noch das Gericht noch nicht gemacht. Das Afrikanische vom letzten Mal. Das war Afrikanisch? War das Afrikanisch? Von dem ich so beeindruckt war. Das liegt daran, dass ich halt selbst nicht einkaufen gehe. Ich habe ja zurzeit kein Auto. Meistens ist dann, wenn Beke von der Arbeit wiederkommt, geht sie dann irgendwie einkaufen. Und deswegen habe ich selbst noch nichts besorgt dafür. Das ist ein bisschen belastend, weil ich würde es sehr gerne ausprobieren, aber naja. Ich bin aber auch zu faul, zu Fuß irgendwo zu gehen für 20 Minuten für das Gericht. Ja. Den Grünspargel putzen ebenfalls halbieren. Okay. Oh oh. Das wäre ja auch mal was Neues, wenn mir was nicht runterfällt. Ah, dieser Daumen, ey. Ja, der grüne Spargel ist auch halbiert. Will ich die überhaupt halbieren? Warum sollte ich die halbieren? Das sehe ich gar nicht ein. Wasser in den Topf. Jetzt mache ich das tatsächlich immer so. Werde ich da ein bisschen abweichen. Da steht ja drin, in Salzwasser vorkochen, stand da drin. Ja. Mal ein bisschen Salzwasser rein. Aber was ich auch noch immer bei Spargel dazu mache, womit ich echt immer gut gefahren bin, ist Zucker. Ein bisschen Zucker ins Wasser noch reingeben. Und ein Müh Butter noch reingeben. Damit bin ich tatsächlich echt immer richtig, richtig gut gefahren. Weil, so, weiß auch nicht warum. Ich hatte mal irgendwann da so... Schwierig, auf die Menge, so eine Prise Salz, eine Prise Zucker und so ein Klecks Butter dürften eigentlich keinen großen Unterschied machen. Das würde ich sagen, ist von allen dreien zu wenig, wenn es geschmacklich was ändern soll, ne? Meine Meinung.
Und das mit Zucker, das stimmt schon. Also Zucker macht einen großen Unterschied, wenn die Menge halt stimmt. Bei grünen Spargel ja auch. Deswegen karamellisierst du ihn ja auch. Macht einen großen Unterschied. Honig. Honig auch gut. Rezept rausgesucht. Aber grüner Spargel. Funktioniert damit. Okay, bla bla, Creme fraiche. Okay, warte mal. Creme fraiche mit Muskat und Salz, Pfeffer würzen. Knoblauch fein hacken unter die Creme fraiche rühren. Okay. Okay, wir haben hier also Creme fraiche. Das packen wir schön hier in so ein Schälchen. Bisschen Salz, bisschen Pfeffer. Riese Muskat. Aber Muskat ist ja echt krass. So, das sollte eigentlich schon reichen. Knoblauch fein hacken, also eine Knoblauchzehe. Ein bisschen hacken. Das geht auf meinen Nacken. Ja, warte. Scheiße! Oh mein Gott, Jacques Pepin wäre enttäuscht von mir. Den habe ich jetzt so gut geschnitten. Naja, jetzt die Hälfte daneben gegangen, das ist auch nicht schlimm. Waren sowieso. Das ist kritisch. Zwei. Eine musste da rein. Mal probieren. Schmeckt. Noch ein bisschen an der Gabel und damit mache ich am Löffel. Ah, perfekt zum Probieren. Ja, ich verstehe. Oh, lecker. Gute Knoblauchnote. Ja, das ist geil. Salz und Pfeffer. Das Wasser kocht. Der Spargel kommt jetzt für 10 Minuten hier rein. Nicht halbiert. Hey Google, stell einen Timer auf 10 Minuten. Alter, meine neue Alexa hört ganz schön gut, Mensch. Muss ich eigentlich den Ofen noch irgendwas vorheizen? Oh, das ist das Erste, da habe ich direkt mal überlesen. Backofen auf 210 Grad Ober-Unterhitze vorheizen. Okay, den Blätterteig auf einem Backblech entrollen. So, der ist schon mal zu breit. Tada! Okay, ist das hier Backpapier? Ist das Papier? Hat er gesagt, nee. Ist länger als mein Backblech. Hä? Wieso ist das so groß? Ist größer als mein Teig. Den Blätterteig auf einem Backblech entrollen und einmal quer und zweimal längs. Oder? Das ist quer und das ist längs. Durchschneiden, sodass 6 Rechtecke entstehen. Einmal quer und zweimal längs. Ja, macht Sinn. Wo ist denn jetzt links und quer? Einmal quer und zweimal längs. Da wir ein bisschen mehr Spargel haben und das hier ein bisschen breiter auch aussieht, würde ich jetzt dreimal längs machen. Einmal quer und zweimal längs. Einmal quer und einmal quer? Ne? Das ist quer, ich hätte jetzt so gedacht. Hä? Ach, das ist diagonal, okay. So ist richtig. Achso, so und dann so und so. So und so und so. Das ist einmal quer, oder? Also so. Wer hat das Rezept ausgesucht? Ja, weiß ich nicht, das ist total verwirrend. Ja, lass mich mal kurz überlegen. Oh, das ist ja überhaupt nicht gerade geworden. Dürfte eigentlich nicht so schwer sein, oder? Es war wirklich echt nur so ungefähr die Mitte. Das geht doch bestimmt viel besser mit dem Pizzaroller an. Nö. Oh, gerade ist anders, ne? Pizzaschneider. Den habe ich damals in Budapest von meinem Vermieter mitgehen lassen. So. Das verjährt nicht. Okay, und dann zweimal hoch. Einmal, zweimal. Nee, das ergibt keinen Sinn. Ja doch, ergibt wohl Sinn. Oh Gott, das ist alles kompliziert. Das ist... L-förmig, parallel, an die Wand einschneiden. Was? Was? Hasi, was soll das heißen? Warum? Die werden doch gleich einfach so aufgerollt, oder nicht? Was? Was ist das denn? Hä, was soll das denn jetzt heißen? Jede Ecke, wie ein L. So, oder? Was ist denn L-förmig... Jede Ecke von jedem Rechteck? Oder was? Jede Ecke L-förmig parallel zum Rand einschneiden. Jede Ecke einschneiden? Also parallel zum Rand? Also quasi so? Willst du ein L da rausschneiden? Ich verstehe nicht, was die da meinen. Jetzt habe ich ein kleineres. Jetzt habe ich ein L und ein kleineres Quadrat. Ich weiß wie. Nee, ich weiß wie. Guck mal, du musst jetzt hier so die Ecken einfach nur so einschneiden. Wir machen das mal. Wir machen mal die Hälfte mit L und die Hälfte ohne L. Aber wo soll ich denn das hier einschneiden? Ist das damit gemeint? Hier? Nee, wo denn? Ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ist das so gewollt? Ich glaube, es sah so aus auf den Bildern. Jetzt muss ich die doch halbieren, die Dinger. Ich glaube, das ist richtig, was ich hier gemacht habe. Das heißt, ich mache jetzt hier 6 Blätterteig-Dinger? Muss ja. Ich würde dann so, so. Was, wo ist der Sinn? Dass du das dann umklappen kannst? So? Ja. Sieht auf jeden Fall hübsch aus. Ja. Was ist das hier für ein Quatsch schon wieder? Wir haben hier so ein schönes Ding. Jede der Ecken L-förmig parallel zum Rand einschneiden. Was ja quasi so wäre. So. So. Keine Ahnung, ob das stimmt. Hier wäre jetzt auch meine fucking Logic hier. Jetzt sind wir eigentlich fertig. Der Spargel ist fertig.
Der hat jetzt nochmal 5 Minuten gehabt. Mit dem Messer da rein, ey. Der wirkt auf jeden Fall jetzt schon ein bisschen dehnbarer. Spargel schön abgeschüttet. Woher weiß ich jetzt, dass er fertig ist? Das ist doch super hart. Ja, der ist noch voll heftig. Der ist noch frisch und knackig. So wie ich. Je ein Esslöffel der Creme fraiche auf der Tasche verteilen. Okay. Okay, das wird so nix. Was macht dieser Kuchen da hinten? Er sieht gut aus. Ich hätte vielleicht ein Messer nehmen sollen, das wäre vielleicht klüger gewesen. Ich bin ganz ehrlich, ich bin der Mensch, der am meisten Besteck braucht beim Kochen. Gute Tasche, 2 weiße und 2 grüne Spargelhälften in den Schinkenspeck einrollen und in die Mitte der Tasche legen. Kann ich dich anfassen? Ha, ja. So. Jetzt hat er es nicht halbiert. So, das ist unser erstes Röllchen. Weißer Spargel, grüner Spargel, weißer Spargel. In so einem Kochschinken. Spargel, grüner Spargel. Und dann werden die eingerollt und dann in die Mitte dieser Tasche gelegt. Okay, ja, das wird nichts mit einrollen. So? Käse. So. Da, das sieht doch gut aus. Okay, ich habe, glaube ich, 8 Scheiben gekauft, ne? Das ist nicht viel. Ja, komm, ich nehme einfach 2. Dann gucke ich, ob ich noch was anderes habe. Ich glaube, im Kühlschrank habe ich noch Schinken. Erstmal wollte ich meine Challenge machen. Meine Challenge ist nämlich, das erste Röllchen mache ich komplett, ohne dass ich was sehe. Womit musste ich jetzt anfangen? Kurz überlegen. Hier war irgendwo Schinken. Und dann brauche ich... Er hat da heiße Sachen liegen, oder nicht? Ja, wobei... Vielleicht ist schon alles abgekühlt, aber der Topf da hinten ist so abgedeckt mit dem Spargel, oder nicht? 2 Rollos Spargel. So, die müssten, lagen die so? Ich glaube, die lagen so. Scheiße, der ist doch scheiße heiß. Aber wenn ich den so hab, heiß, der muss ja so liegen. So, den legen wir jetzt daneben. Müssen wir jetzt einmal so drum rollen. So, heiß. Okay, doch noch ein bisschen heißer. Also oben und unten ist ja nicht so heiß, aber so in der Mitte. Scheiße, jetzt ist da noch Creme Fraiche am Rand. Und dann brauchen wir einen so einen Blätterteigteil. Sondern jetzt müssen wir halt treffen. Scheiße, das war daneben. Ist das zu viel? Und dann packe ich den Spargel hier so drauf. Dann muss ich den Blätterteig so ein bisschen ziehen. Einmal klappi, klappi. Okay, das ist mein erster. Also viel besser werde ich den wahrscheinlich auch. Okay, wir haben unsere Röllchen fertig. Jetzt wird es ein bisschen strange. Nehmen wir hier mal so einen Teich. So, hier von dem Creme Fraiche was drauf. Und jetzt nehme ich hier 2. Peter arbeitet so, wie man in der Küche halt arbeiten würde. Du machst erst einen Aufgabenbereich fertig. Kümmerst dich dann um den nächsten. Die anderen Jungs haben natürlich immer einen Blätterteig komplett fertig gemacht. Sehr witzig. Spargelröhrchen. Jetzt mache ich so und irgendwie so. So? Ich weiß ja nicht. So, hier sieht rein. Sieht fertig bestimmt ganz gut aus. Kannst einfach mit den Ecken übereinander verschließen. Moment, what? Okay. Nee, die Kasse ist nicht gut geworden. Jetzt legen wir das ganze schöne Gebilde da quer drauf. Und jetzt? Ja. So. Ganz ehrlich, mach es halt so. So, komm. Und drehen das quasi da so ein. Das ist doch smart, oder? Das ist doch besser, würde ich sagen. Das ist aus den Maultaschen. Okay, da in die Mitte legen und jetzt einrollen. Oh, das sieht doch ganz nett aus. Okay, das funktioniert hier alles nicht. Es ist halt so, wie es hier ist. Das sind meine Spargelröllchen. Hat sie Nein gesagt? Oh, stimmt. Oh, shit. Gut, dass du es sagst. Und zwar müssen die mit Ei. Mit Ei bestrichen werden. Jetzt aber. Ja, Julius, ich glaube an uns. Quite simple, ne? Könnte jetzt eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Einrollen. Genau, Julius, so nämlich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich nicht out of eye gehen werde diesmal. Nicer Scheiß. Julius, das ist richtig nice geworden. Wollen denn die Ecken irgendwie umklappen? Oder bleiben die so offen? Diesem Schablettenkäse, Alter. Ah, verschließen. Das könnte ein Problem werden. Die sind leider nicht ganz zugegangen, ist halt zu viel drin. Mal gucken. Scheiße, jetzt kleben die an dem... Julius, was denn hier los? Ich frag mich ja, ob der Martin beim Schneiden von den Videos Hunger bekommt. Da hat jemand keine Ahnung und keinen Geschmack. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Wenn ich das jetzt sehen würde, ich würde ja so instant Hunger bekommen. Das glaubt ihr gar nicht. Hey Google, setz einen Timer auf 15 Minuten. Yes, gute Quote. So, wir sehen uns sofort wieder zum Essen. Hat das eigentlich ein Video, das Rezept? Ich meine, jetzt ist es im Ofen. Okay, gucken wir uns das mal an. Ich glaube, das ist gar nicht falsch gemacht. Aha, aber das steht doch dann falsch im Rezept, oder haben wir falsch, haben wir... Ja, wieso? Aha! Aber die gleiche Ecke hat sie angeschnitten. Okay, sie macht nur das Viereck. Okay, hä? Moment. Sind die gerade kleiner? Ach ja, da steht ja auch, man soll die durchschneiden. Ich dachte, anders halbieren. Nein, wirklich. Wie, was? Wie anders halbieren?
Aber das steht doch dann falsch im Rezept, oder haben wir falsch... Ach, er dachte, er soll den Spargel längs aufschneiden, oder was? Wir, aha! Aber die gleiche Ecke hat sie angeschnitten. Okay, sie macht nur das Viereck. Okay, hä? Moment. Sind die gerade kleiner? Ach ja, da steht ja auch, man soll die durchschneiden. Ich dachte, anders halbieren. Nein, wirklich. Doch. Er dachte wirklich, er soll sie längs aufschneiden, oder was? Heute Spargel-Teig-Taschen. Ich weiß ja nicht, ne? Ich bin unsicher. Okay, probier mal den Spaß. Das sind meine Spargeltaschen. Ich glaube, die schmecken zwei sehr gut. Zwei mit Käse, eine ohne Käse. Deine sind auch zwei mit Käse, eine ohne Käse, aber logischerweise ohne Speck. So ist geworden. Und ich muss sagen, den ersten, den ich blind gemacht habe, müsste der hier sein. Und der sieht sogar noch am besten aus. Natürlich gut Soße Hollandaise über alles. Das war so bei so einem Kinderteller, den ich mal hatte. Was heißt mal hatte? Süß. Den ich noch habe von ganz früh und ich konnte mich irgendwie noch nicht von dem trennen. Wie so ein Erinnerungsstück. Ich find's irgendwie lustig. Guck mal beim Spei hier. Tada! Bin sehr gespannt. Die letzte Gabel. Ich weiß gar nicht, wie ich es essen soll. Ich. Nee. Das ist die hässliche Seite. So ist schöner. Nehmen wir hier so ein Mittelteil, ein bisschen Spargel von hier hinten, ne? Na gut, ich bin positiv überrascht. Wir essen das mal auf und dann gibt es die finale Begegnung. Waren jetzt auch exakt 15 Minuten im Ofen. Mhm. Das könnte gut werden. Ich würde sagen, wir essen mal auf. Also zumindest der Spargel ist gut geworden. Unten war jetzt halt noch nicht so viel von dieser Soße. Blätterteig schmeckt halt wie Blätterteig. Aber lecker. Und da war jetzt noch kein Schinken, ne? Oh. Okay, das hört sich schon mal alles gut an. Sieht auch gut aus. So, los geht da, der Peter. Oh, hey. Ist heiß, wa? Schön heiß. Heiß. Na, guck, geht's langsam? Okay, ich hab erstmal nicht viel geschmeckt, weil es heiß war. Taste-Test Nummer 2. Okay. Ja, ist doch gut lecker. Ich mag Spargel ja sehr gerne. Ich ganz ehrlich, als ich jetzt gerade gewartet habe, habe ich die restlichen Spargel schon einfach weggesnackt. Ich finde so ein bisschen fehlen auch immer so. Ich glaube mit Soße. Moment. Rinnende Olga. Einmal auch zu heiß. Gefällt mir noch einen guten Ticken besser. Finde ich sehr lecker. Ohne, also Originalrezept ohne Soße Hollandaise gebe ich mir 7 High. Ja, eine 7. Mit Soße Hollandaise erhöhe ich auf eine 7,5. Den Schinken schmeckt man tatsächlich kaum. Ich bleib bei einer 7. Weil die Creme Fraiche schmeckt ganz gut. Ja, das ist sehr viel und sehr heiß. Alter, ist das heiß. Aber doll ist lecker. Das ist gut. Ich bin wirklich positiv überrascht. Das könnte wirklich das erste Blätterteig-Rezept sein, was gut ist. Nice. Ist einfach zu machen eigentlich. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ja. Ich geb dem. Ich glaube, das ist auch etwas, was du so richtig geil vorbereiten kannst halt, ne? Also das kannst du halt super nice machen, wenn du irgendwie Gäste hast oder so. Ich glaube, das ist ein gutes Essen dafür. Nicht das. Boah, krasse Explosion. Das geht halt schnell. 7 von 10. Ist wirklich okay. So, ja, wir haben aufgegessen. Ich bin jetzt auch ziemlich satt, muss ich sagen. Und das war okay, aber Spargel kann man deutlich geiler machen, meiner Meinung nach. Deswegen gebe ich mal eine solide 6 von 10, aber mehr auch nicht. Vielleicht habt ihr ja Bock, das nochmal nachzumachen mit dann, ich würde ein bisschen was verändern. Ich würde den Teig weglassen und die Creme Fraiche und würde dazu tun, Kartoffeln und geile Hollandaise-Soße. Also Füller Spargel mit Kartoffeln essen und so. Schnitzel, so würde ich das Rezept abändern. Alles leer gegessen. Es war sehr lecker. Und ich muss sagen, das mit dem Käse hat mir sogar noch ein bisschen besser geschmeckt. Käse macht alles besser. Kopf. Wie war es bei dir? Du musst es auch nur zweimal ausspucken, weil ich so gut geschält habe. Oh. 8 von 10. Oh, krass. Auf 8 von 10 wäre ich tatsächlich auch gekommen. Ballert ordentlich. Trotzdem gibt es eine 8 von 10 Punkten von mir. Ich habe jetzt ein Ding fast ganz aufgegessen und muss sagen, es schmeckt mir ganz gut, aber es flasht mich leider nicht so sehr, wie ich es von den Bildern erwartet habe. Ist das okay, 7,5 Punkte? Komm, wir geben 7 Punkte. Wir geben 7 Punkte, Julius. 7 Punkte. Wenn auch ihr ein bisschen Spaß hattet, freut mich das sehr. Lasst uns gerne hier wissen, aktiviert auf jeden Fall jetzt die Glocke unter diesem Video. Denn Pete's Meat Studien haben ergeben, Leute, die die Glocke drücken, haben mehr als doppelt so oft Sex, wie Leute, die die Glocke nicht drücken.
Dementsprechend, lasst es euch nicht entgehen, kurbelt euer Sexleben jetzt gerade in der Covid-Krise an. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen, schaltet auch beim React ein und wir sehen uns hier nächste Woche Donnerstag wieder. Haut rein und jetzt genießt eure Vorteile vom Glocke drücken. Recht hat er! Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war wieder ein sehr witziges Video. Solides Essen, ja, kann man so sagen. Ich finde auch, das ist ein Rezept. Wie gesagt, das kann man easy nachmachen, weil das wirklich nicht lange dauert und echt nicht aufwendig ist. Und Spargel ist nice. Ja, Spargel ist nice. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei den Jungs vorbei. Vielleicht holt ihr euch die Schürze oder das Brett. Bis zum nächsten Mal rein.